Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Und Leute, einige von euch haben sicherlich vor ein paar Monaten mitbekommen, dass Tesla so ein bisschen in der Kritik stand, weil sie ihre Fahrzeuge nicht vollständig ausgeliefert haben. Es ging damals darum, dass die USB-C-Ports hier in der Mittelkonsole nicht mehr datenfähig waren. Das heißt, so Sachen wie einen Gaming-Controller anzuschließen oder seinen USB-Stick mit Musik einzustecken, das war alles nicht mehr möglich. Die Kunden hatten das Auto mit dieser Funktion gekauft. Wegen des Chipmangels wurde es dann nicht mitgeliefert. Tesla hat gesagt, komm, wir rüsten das nach. Das ist im Endeffekt dann aber auch nicht passiert. Und jetzt stehen tatsächlich viele Model 3 und Model Y-Fahrer hier mit USB-C-Ports da, worüber sie zwar ihr Handy laden können, aber alles Datenfähige einfach nicht betreiben können. Und genau dort wollen wir heute Abhilfe schaffen, denn ich habe hier einen Nachrüstsatz und werde euch heute im Detail zeigen, wie die Betroffenen von euch das hier in ihrem eigenen Auto einbauen können. Außerdem werden wir als kleines Special uns einfach mal die Platine von Tesla und jetzt die Platine hier von der Nachbaute anschauen und mal herausfinden, wo es tatsächlich bei Tesla gehapert hat. Ja, Freunde, vor ein paar Monaten war dieses Problem ja echt ein heißes Thema. Ich habe auch zwei ganze Videos darüber produziert, wo ich Tesla echt auch hart kritisiert habe, was aber auch nötig war und damals auch wirklich dann was gebracht hat, dass Tesla sich ein bisschen besser verhalten hat. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die Videos einfach mal hier oben rechts oder in der Videobeschreibung. In diesem Video will ich gar nicht erst auf das Thema eingehen, denn mir hängt es auch schon zum Hals raus. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige wenigstens den Betroffenen von euch mal, wie ihr hier Abhilfe schaffen könnt, um euer Model 3 vollständig zu haben. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch, wie wir das Teil hier einbauen. Vorher geht aber noch mal kurz ein Dankeschön an SL Elements heraus. Dort findet ihr diverses Tesla-Zubehör und unter anderem auch die USB-C-Nachrüstsets aus diesem Video. Alle Artikel werden aus Deutschland verschickt, sind insofern schnell an eurer Haustür und mit meinem Rabattcode spart ihr noch mal ein paar Euro. Schaut also gern mal in die Videobeschreibung für alle weiteren Infos. Wenn wir die Verpackung hier öffnen, haben wir hier alles Nötige zu der Installation. Einmal hier das Allerwichtigste, das ist nämlich das neue Modul, welches auch datenfähig ist. Ihr seht es hier, wir haben hier einmal die Stromanschlüsse und dann daneben einen Mini-USB-Anschluss. So stellt Tesla nämlich hier die Datenfähigkeit her. Ansonsten haben wir in der Verpackung hier noch das nötige Werkzeug, das ist aber auch nicht viel. Wichtig ist aber auch diese Vorrichtung hier, das ist nämlich so ein kleines Bracket, womit wir jetzt hier mit der Installation beginnen können. Wie legen wir los? Als erstes nehmen wir uns das kleine Teil hier, fahren hier unter diese Verkleidung. So, da kann man den so richtig schön reindrücken, ihr seht es. Und dann können wir hier an dem Händel einmal nur zur Motorhaube hinziehen. Das muss man mit beiden Händen machen, ihr seht das, klack. Und dann haben wir hier die Verkleidung lose, können hier einfach einmal schön hintergreifen, können das Ganze so ein bisschen vorziehen. So, ist es leider ein bisschen schwer für euch zu sehen. Und ihr seht, wir haben hier so einen kleinen grünen Stecker und den können wir dann hier einfach einmal vorsichtig abstecken. Und schon haben wir das Verkleidungsteil hier ausgebaut. Wir haben hier also einmal das Verkleidungsteil selber und auf der anderen Seite das Modul, was halt die ganze Technik beinhaltet. Und das müssen wir jetzt als erstes mit den drei Schrauben, die wir hier haben und dem dazugehörigen Schlüssel hier lösen. Übrigens, weil ich immer wieder die Kommentare lesen muss, hey, was ist denn mit der Garantie, erlischt es dann von meinem Fahrzeug? Nein, ich kann es nicht oft genug betonen, aber bei Tesla ist das so, wenn ihr jetzt so ein Teil hier selber anbaut, was ja in dem Fall nur dieses kleine neue Modul wäre, dann erlischt die Garantie für das Objekt, wo ihr es direkt angeschraubt habt. Das heißt, das wäre jetzt nur dieses Verkleidungsteil hier. Insofern braucht ihr euch da wirklich keine Sorgen zu machen. Sobald hier die drei Schrauben raus sind, können wir das Ganze abnehmen und haben jetzt hier das Modul, was wir jetzt ersetzen wollen. Und wenn ich mir die jetzt mal hier beide anschaue, dann sind die eigentlich identisch. Die neue Platine ist hier aus so ein bisschen matteren Kunststoff und die von Tesla direkt aus so einem glänzenden. Und wir sehen hier natürlich auch die Tesla-Typennummer und hier quasi die Nachbaute. Trotzdem ist ansonsten alles identisch, wenn wir uns hier auch mal die Anschlüsse angucken. Da fällt natürlich jetzt auf, dass wir hier bei dem Tesla-Teil nur den Stromanschluss haben und hier bei dem Mini-USB seht ihr, da ist gar nichts. Und hier bei dem neuen Teil, da seht ihr, haben wir hier auch das Mini-USB. Ich habe euch natürlich versprochen, dass ich die Dinger jetzt hier mal aufmache und da bin ich persönlich auch sehr gespannt, wie sich die Platinen jetzt hier unterscheiden. So, die Platine von Tesla ist geöffnet und wir schauen mal rein. Okay, alles klar. Ist das ein Kühlkörper? Das ist ja spannend. Ich würde sagen, ich mache mal direkt die andere auf und wir schauen mal rein.
Okay, also das sieht ja mal ganz anders aus. Ihr seht hier, hier ist ein anderes Branding drauf. Das ist quasi die Nachbaute. Und hier haben wir das von Tesla einfach mal direkt gegenüber. Und da sieht man direkt, dass es also mal ganz anders aussieht. Hier kommt mir fast kein Bauteil ähnlich vor. Ja, der Rückbau ist jetzt im Prinzip so einfach. Wir nehmen uns jetzt hier die neue Platine und packen die hier in die Verkleidung rein. So, und jetzt brauchen wir hier nur wieder die drei Schrauben reinschrauben. So, das Teil ist hier schön fest installiert und jetzt machen wir Folgendes. Wir öffnen hier wieder unsere Mittelkonsole und hier haben wir jetzt ja den Stecker von eben. Das ist einmal der Stromstecker. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen hier am Kabel längs gehen, finden wir auch super schnell hier das Datenkabel. Und ihr seht, da ist quasi der Mini-USB hier schon dran und den müssen wir jetzt nur quasi in den richtigen Port stecken mit dem anderen Stromstecker hier zusammen und dann sollte das Ganze funktionieren. Der slidet hier ohne Probleme rein. Und auch den Stromstecker jetzt hier noch. So, beide eingerastet, immer schön schauen, ob es klickt. Bisschen umdrehen. So. Mit ein bisschen Druck. Könnt auch ein bisschen hier reinhauen. Und das war's auch schon. Jetzt ist natürlich die große Frage, funktionieren auch die USB-C-Ports? Dazu habe ich hier einfach mal ein MagSafe-Ladegerät und nehme mir mal mein iPhone und stecke das hier ran. Das iPhone lädt, gar kein Problem. Wunderbar. Das heißt, das funktioniert auch schon mal. Jetzt die nächste Frage. Sind die Ports datenfähig? Und dazu habe ich hier einen Controller. Der ist aus dem gleichen Shop, wo ihr auch das Teil bekommt. Schaut mal, das ist so ein richtig schöner, durchsichtiger Controller hier mit allen möglichen Knöpfen, Vibrationsmotoren und auch wieder aufladbar. Also richtig cool. Der funktioniert auch kabellos mit so einem kleinen USB-Adapter. Der leuchtet schon mal. Das ist richtig gut. Und jetzt gehe ich hier mal in die Spielekonsole von Tesla rein. Ich habe was vergessen. Tesla hat ja bei allen Autos, wo diese Datenports nicht da waren, einfach die Spiele mit dem Controller gelöscht teilweise. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Was ich jetzt einfach mal mache, ist, den Tesla einmal neu zu starten. Vielleicht erkennt er dann die USB-C-Ports, die Datenports und lädt dann dieses Gaming-Update runter oder aktiviert das. Das checken wir jetzt einfach mal. 5 minutes later. Okay, ich habe jetzt das Auto hier einmal neu gestartet und wie ihr seht, hier sind weiterhin nur die Spiele drin, die kein Controller unbedingt gebrauchen, aber so Sachen wie zum Beispiel Sonic, das Spiel ist einfach nicht da. Ich versuche jetzt einfach einmal schnell den Tesla Support per Telefon zu erreichen und vielleicht können die uns ja aus der Ferne direkt das Update hier für die Games auf das Fahrzeug raufspielen. Ich hatte ein Model 3, wo diese USB-C-Datenports nicht mit dabei waren. Jetzt habe ich die hier nachgerüstet, dass die datenfähig sind und wollte einmal fragen, ob ihr da over the air quasi dieses Gaming-Update raushauen könnt, sodass das wieder kompatibel ist. Okay, dann wenn Sie kurz in die Leitung warten können, ich kann das mit dem Kollegen stellen, ja? Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich habe mit einer Kollegin von der IT-Abteilung gesprochen. Ja. Die haben gesagt, dass wir machen ein Update, also Gaming-Update für diese Kompatibilität. Ja. Also sie haben das nachgerüstet, aber es ist noch nicht so weit. Also es wird in den nächsten Monaten verfügbar. Wir haben kein bestimmtes Datum jetzt also festgelegt. Okay, das verstehe ich aber nicht. Das haben ja alle anderen Modelle. Genau, aber angeblich mit dieser Kompatibilität, wenn es also nachgerüstet wäre, aber es ist jetzt noch nicht so weit. Wir haben nur die Mitteilung bekommen, das ist eine Shell-Bearbeitung und wird in den nächsten Monaten verfügbar. Okay, hat dieses Paket dann, unterstützt das dann auch Bluetooth-Controller oder wie macht ihr das dann? Ja, für Wireless potenziellerweise und dann auch Wired-Controller. Okay, alles klar. Okay, Freunde. Yeah, geil! Nein, ganz anders als geil. Also, wir können festhalten, Musik über einen USB-Stick abzuspielen, das funktioniert hier vorne. Das habe ich auch nochmal ausprobiert. Das ist kein Problem. Games darüber zu spielen, funktioniert aktuell nicht. Und Tesla sagt, dass sie das auch nicht freischalten können, dass da in ein paar Monaten ein Update kommt. Dass das jetzt mit den neuen Modellen, wo das fest eingebaut ist, von der Factory kein Problem ist. Und mit den alten auch nicht, wo es schon verbaut war. Nur mit denen, wo man es jetzt nachrüstet, obwohl alle Anschlüsse da sind, die Computer gleich ist und so weiter. Ich kann es nicht nachvollziehen. Eigentlich müsste es einfach sein wie ein Knopfdruck und dann wird es hier nachgerüstet. Ich kenne auch, wie gesagt, Leute, die das von Tesla nachgerüstet bekommen haben. Mit dem Rechtsanwalt und so sind die da vorgegangen. Also das funktioniert theoretisch. Was ich aus ihm herauskitzeln konnte, war, dass in 1-2 Monaten dann ein großes Gaming-Update kommen soll, was dann auch endlich Wireless-Controller unterstützen soll. Also wir haben hier gerade so eine kleine Insider-Bestätigung bekommen, sag ich mal, dass daran auf jeden Fall aktiv gearbeitet wird und dass das jetzt in den nächsten
Monaten kommen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Sinn macht es überhaupt, diesen Umbau zu machen, wenn eh von Tesla gesagt wird, dass in ein paar Monaten ein Update kommt, was dann Wireless-Controller unterstützt. Ich kann es euch nicht sagen. Also Musik ist auf jeden Fall damit möglich. Die Games kommen jetzt nicht automatisch, fragt mich nicht warum. Das ist aber gerade so der Stand. Na Freunde, was soll ich sagen? Ist natürlich jetzt ein bisschen ernüchternd. Kann man von halten, was man will. Das Bauteil ist auf jeden Fall in Ordnung. Alle die von euch, die es nachrüsten wollen, ich lasse euch wie gesagt einen Link in der Beschreibung. Dort habt ihr auch einen Gutscheincode, dann bekommt ihr das Ganze nochmal ein bisschen billiger. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich dachte tatsächlich, dass ich jetzt mal einen Haken dahinter machen kann, aber es scheint anscheinend noch einen vierten Teil zu geben, dann, wenn das Gaming-Update gekommen ist mit den Wireless-Controllern. Leute, es nimmt kein Ende. Was sollen wir machen? Ich weiß es auch nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr den vierten Teil nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Mitteilung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!